Hallo, Hi zusammen. herzlich willkommen bei den Dice Brothers. Ja, vielen Dank für Heute, die Einladung. bitte? Ich Aber habe jetzt hat gesagt, der vielen Gast Dank sich für die schon direkt Einladung. vorgedrängelt. Ich habe schon Ah, unterbrochen. alles Wir gut. sind, Ich muss ja, ist ja gar kein Problem. Denn heute ist wieder eine besondere Folge, denn ein Monat ist rum. Wir sind wieder bei Mein Lieblingsspiel. Und das konnte man jetzt auch nicht sofort verstehen, weil normalerweise sitzt ja einer von uns beiden hier mit einem Gast. Heute sitzen wir beide hier, also Yogi und der. Dan. Und was reimt sich auf Dan? Dan, quasi Pam. Denn wir haben prominenten Besuch. Wir haben uns heute quasi eingeladen zu uns, zu meinem Lieblingsspiel, die Pam von der Brettspielgarde. Hallo und herzlich willkommen. Hi, Pam. Hi. Und dann Schön, Dankeschön dass du nochmal da für die bist. Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin gespannt. Ja, cool. Ja, und wir erst. Ja, diesmal halt haben wir mussten wir auf ein Zoom-Meeting zurückgreifen und wir sind auch super froh, dass du da bist, weil es mehr oder weniger habe ich ja spontan damit überfallen, dass du Ja, das heute stimmt. bei uns dabei bist. Aber es war toll, dass es geklappt hat. Und ja, und es geht, wie der Titel unserer Serie ja schon sagt, um dein Lieblingsspiel der Zeit. Und Genau. aber vielleicht, bevor wir mit deinem Lieblingsspiel anfangen, vielleicht sagst du mal was zu dir, weil dem ein oder anderen Brettspieler unter uns könntest du ja bekannt vorkommen, sage ich mal, oder? Vielleicht. Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, also ich habe zusammen mit meinem Mann, mit Michael, einen Kanal, der heißt Brettspielgarde. Und ja, ähnlich wie Yogi und Dan machen wir eigentlich alles zum Thema Brettspiele. Manchmal ist auch ein kleiner Gag dabei, manchmal ist das eine oder andere nicht so ganz ernst gemeint, aber wir haben natürlich auch ernsthaften Content dabei, also eigentlich immer. Und ja, das machen wir, alles Mögliche, von Top-Listen. Ich selber mache auch Interviews quasi. Oder wir haben jetzt zum Beispiel jetzt vor kurzem die Awards gemacht, passend zu den Oscars. Das sind unsere eigenen quasi Auszeichnungen. Ne? Also wir haben immer schon, denke ich, hoffe ich, sehr kreative Ideen. Und ich denke mal, ist für jeden was dabei. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Würde ich mich freuen. Das wollte ich mich gerade sagen. Nicht Falls zu es. vergessen, euer Community-Event Stimmt, jeden ja. Monat, Ja, jeden Monat wo man machen wir das somit jetzt nicht auch auf mehr, euren aber Kanal sehen kann. zwischendurch mal, ja. Genau. Ja, genau. Da seid ihr beide ja auch eigentlich fast immer dabei. Ne? Also, das ist auch wirklich sehr witzig. Es ist immer meistens so themenbezogen. Letztens hatten wir jetzt was, so ein Special für mich als Geburtstag. Das war auch mal ganz witzig. Das heißt mal, also war sehr lustig. Doch, also schöne Sachen. Auf jeden Fall sehst, wer das Video, ne, also wer von euch das Video noch nicht gesehen hat, gerne mal reingucken bei der Brettspielgarde. Wir sind auch dabei, kleiner Teaser. Auf jeden Fall. Sollte es Genau. überhaupt jemanden geben, der euch noch nicht abonniert hat, mal rüber. Ne? Nach diesem Video natürlich gerne rüberschalten Genau. und dann mal ein Abo dalassen, auf jeden Fall. Dann boomt es. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, und dann, aber mal zurück. Brettspiele ist das Thema, dein Lieblingsspiel ist das Thema. Was hast du uns denn heute, ja, mitgebracht, in Anführungsstrichen? Oh, was für ein Spiel dürfen wir uns denn heute freuen und unterhalten? Genau, ich schock jetzt alle. Monopoly. Nein, Spaß. Also da wäre auf jeden Fall mega witzig zu Ja. erfahren, was es zu deinem Lieblingsspiel macht. Schon, also Das die brennende Erklärung, die würde ich gerne sehen. stimmt. Ja, ich meine, wir haben ja mal so ein Monopoly-Special gemacht. Ich glaube, wir haben 30 Monopolys vorgestellt, die es gibt. Und da gibt es wirklich sehr coole Varianten. Ich meine, das sind jetzt nicht unsere Top-Spiele, aber da sind wirklich lustige Sachen dabei. Also von daher, ne? Wisst ihr Bescheid? Nein, aber ich habe jetzt ein anderes Spiel für euch, bevor nachher alle abschalten hier. Wir haben diejenigen, die unseren Kanal kennen, für die ist es wahrscheinlich langweilig jetzt. Tada! Mein Schatz habe ich euch mitgebracht. Herr Yeah. der Ringe. Reise durch Mittelerde. Ich sehe den Michael gar nicht. Den Mein Schatz. Schatz, meinst Oh. du? Oh, Entschuldigung. Er ist hier in der Schachtel. Oh. Michael, willst du raus? Ja, genau. Ja, cool. Ja, sehr geiles Thema auf jeden Fall. Ja, muss das mal hier hochhalten. Sieht man das gar nicht? Oh, jetzt sehe ich es. Ja, sieht man sehr gut. Ja, habe ich Ja. ehrlicherweise auch im Regal stehen, aber meine Meinung interessiert ja jetzt nicht, deine Meinung interessiert ja. Ja, worum geht es in dem Spiel? Was, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, worüber reden wir? Herr der Ja, Ringe gibt es also ja eine das. Menge Spiele, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich finde auch viele sehr gut, aber das ist wirklich also unser Top-Spiel, was wir wirklich rauf und runter spielen. Und wir haben zwar auch noch nicht alles durch, es gibt ja auch natürlich wie immer viele Erweiterungen, ne? Aber ja, worum geht's? Es ist eigentlich ein Dungeon Crawler, also wir spielen alle irgendwelche Charaktere aus dem Herr der Ringe-Universum.
Und ja, wir erleben zusammen eine Geschichte, eine Story, müssen irgendwas rausfinden, kämpfen und Rätsel lösen. Und ja, also wer Herr der Ringe-Fan ist und das nicht kennt, auf jeden Fall angucken. Das ist echt ein Must-Have für jeden Herr der Ringe-Fan. Also es ist richtig cool gemacht. Das Ganze ist mit einer App-Unterstützung, die ist auch kostenlos, die kann man runterladen. Jetzt sagen wahrscheinlich viele App, ne, aber das ist wirklich gut gemacht und die nimmt einem wirklich viel Arbeit ab. Wenn du das jetzt selber gespielt hast, wirst du es auch wissen. Das ist richtig cool, ne? Also man startet die App, die sagt einem, was man alles machen soll, die baut mit dir zusammen das Spiel auf. Da sind natürlich auch Spielplan, Geländeteile drin, ne? Kleine Figuren, die hat Michael auch mühselig alle angemalt, ne? Also fast alle hat er angemalt. Zeige ich auch gleich gerne nochmal, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall. Ja, und dann, wie gesagt, erzählt man eine Geschichte und ja, es macht einfach Fun. Und man fühlt sich wirklich, als wenn man mitten da drin ist und gegen Orks kämpfen muss und gegen Trolle und ja, also ist einfach der Hammer. Aber ist denn die Original-Herr-der-Ringe-Story? Nein. Man ja, spielt irgendwie andere Geschichten. Es spielen auch nicht alle Charaktere mit, ne? Also, ich sag mal, es ist dann mehr so die Zeit mit Bilbo, ne? Ich meine, vielleicht kommt ja noch eine Erweiterung, aber ich habe die Befürchtung, das war's mit Herr der Ringe. Also, ich glaube, es gibt nur die zwei Erweiterungen, die es gibt. Und ich habe mal so munkeln hören, dass die jetzt mehr so auf Descent dann gehen, leider. Aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommen ja noch mal so Szenarien zum Download oder so. Ich meine, hast du zwar die Charaktere dann nicht, aber wer weiß. Also ich habe die Hoffnung noch, weil wäre eigentlich schön, wenn dann irgendwie alle, ja, es ist mehr so in Hobbit, ja, Reihenfolge quasi jetzt, ne? Also die Charaktere sind dann mehr so aus Hobbit und so, ne? Wie sieht das generell bei euch aus, so mit App-Affinität in Spielen? Ist die eher gegeben oder sagt er eher mal tendenziell lieber ohne App? Also ich finde es eigentlich praktisch, wenn beides geht, falls mal doch irgendwie kein Strom da sein sollte und man kein Akku voll hat, was weiß ich. Ne? Ich meine, das ist dann bei dem Spiel leider schlecht, aber grundsätzlich stört uns das eigentlich nicht. Also jetzt gerade so wie bei diesem Spiel oder auch bei Descent oder so, es nimmt ja wirklich Arbeit ab. Oder auch Willen des Wahnsinns, sind ja alle von Fantasy Flight. Ne? Das ist wirklich cool gemacht und es geht einfach schneller, ne? Vom Aufbau her und auch jetzt, hier ist ja so ein Kampfmechanismus dabei. Du gibst da quasi nur ein, was du dann gemacht hast, ne? Und die Erfolge oder nicht. Und der rechnet sofort aus, ob der Gegner platt ist oder nicht. Also ich finde das schon praktisch. Ne? Also wenn es gut gemacht ist und deine Frage zu beantworten, also finden wir es gut. Ne? Ich habe zum Beispiel, ich habe den Vorgänger, also Willen des Wahnsinns ja auch hier im Kanal stehen. Und ich liebe auch Willen des Wahnsinns. Wir stehen auf der anderen Seite. Ja, so Lovecraft-Fan. Und bei Willen des Wahnsinns finde ich zum Beispiel, schafft es die App unglaublich gut, diese Stimmung zu erzeugen. Ja, so einen Raum, dass du so Türen knarren hast, mal so ein Schrei oder irgendwie sowas. Ja, also, du hast halt immer so eine gute Stimmung. Ich meine, jetzt zuhören, man sollte, ob ich keine Ahnung hätte, wie diese App von Herr der Ringe wäre, ja, also jetzt völlig aufgesetzt, aber ich frage jetzt trotzdem mal, schafft es denn diese App von Herr der Ringe auch dieses Herr der Ringe-Gefühl irgendwie zu übermitteln? Weil ich habe da auch sehr unterschiedliche Kritiken zugehört zu dem Spiel. Also, was ich davon halte, kann ich gleich auch mal sagen, aber grundsätzlich, wie findest du das? Schafft das, das auch zu transportieren? Also, wenn du jetzt von der Atmosphäre sprichst, die kommt bei Willen des Wahnsinns besser rüber, keine Frage, finde ich. Also, weiß jetzt nicht, wie Michael das sieht, aber am Anfang wird ja auch so ein bisschen was vorgelesen, genau wie bei Willen des Wahnsinns auch. Mhm. Ja, dann ist ja so ein bisschen Hintergrundmusik, manchmal ist die aber auch ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Dann, ne? Ja, ich finde, dieses Feeling kommt erst durch das Spielen rüber als durch die App. Ne? Also die App ist für mich in diesem Fall jetzt eine Erleichterung. Eine Erleichterung, weil es einfacher ist, weil es schneller geht. Ne? Man kann sich durchklicken, ne? Man kann alles Mögliche da einstellen, bla und blub. Ne? Aber jetzt atmosphärisch würde ich sagen, ja, ist ein bisschen, aber das meiste kommt durch die Geschichte selber, durch das Spielen. Also es ist mehr Werkzeug als atmosphärisch. Ja, genau. Ja, also ich oute mich mal kurz und ich spoiler auch mal ein bisschen kurz, was der Yogi gleich noch sagen wird, weil ich bin quasi der Außenseiter hier in der Runde. Ich bin eigentlich riesen Herr-der-Ringe-Fan und auch riesen Lovecraft-Fan. Und diese App-Klamotte ist halt das, was bei mir bei beiden Spielen so überhaupt nicht gezündet hat. Ne? Ich kann es einfach nicht erklären, weil, also ja, ich habe es gespielt und ich sehe quasi das Potenzial, was das Spiel hat, aber ich werde persönlich nicht warm damit, irgendwelche Sachen in der App anklicken und quasi
wie soll ich es beschreiben, ne? Irgendwas nachvollziehen zu müssen und so weiter, das ist halt nicht meins. Ne? Im Gegensatz zum Yogi, der da halt völlig gut mit ist, ne? Ist und geil. Das Ding mega liebt. Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen Bauchschmerzen vor dem neuen Descent, weil das ja auch halt dieses Upkeeping in der App ist. Ne? Da weiß ich halt auch noch nicht, was ich davon halten soll. Aber mal schauen. Da steht noch ein paar. Aber also nichtsdestotrotz, das Spiel an sich ist für einen Herr-der-Ringe-Fan mit Sicherheit kein schlechtes. Aber wenn halt man wie ich so überhaupt nicht in der Richtung App-affin ist, weiß ich nicht. Klassisches Gegenbeispiel, wo ich eine App-Umsetzung mega geil finde, sind zum Beispiel diese ganzen Unlock-Spiele von den Space Cowboys. Okay. Da finde ich die App einfach mega geil mit eingebunden. Ja, aber weißt du, die App ist ja auch völlig egal. Wir sollten uns jetzt mal dieses Spiel weiter angucken, weil es gibt so viele App-Spiele. Aber okay. jetzt sind wir schon fast in so eine Grundsatzdiskussion zum Thema App verfallen. Ich glaube, wir schauen ja vielleicht noch mal machen, soll aufpassen. Ich habe da noch ein paar Beispiele. Ja, komm, also, mal Talk zum Beispiel ist auch sehr toll mit App. Das musste ich nur einmal kurz noch raushauen. Ja, komm, mal einen Talk zu machen zum Thema App-basiertes Spiel. Ja, sag ich mir, deswegen verschieben wir dann mal, das machen wir dann noch mal. Auf jeden Fall, ja. Das kommt ja ganz von mir. Gut, dann auch Butter bei die Fische, dann wollen wir einmal in das Paket reingucken. Was ja, du hast gesagt, ja. Das ist gut angemalt. Genau, ich habe schon ein paar rausgesucht, damit das alles ein bisschen schneller geht hier. So, apropos Yogi, hingucken, ne, weißt du, was du zu tun hast. Soll ich mal was Lustiges sagen? Meine Helden sind auch schon bemalt. Was? Ja. Aber nicht selber. Doch, auch selber. Also mit Hilfe, aber auch selbst. Ich war dabei. Was ist da los? Ich war dabei. Ey, Moment mal, ich habe nicht nur zugeguckt. Er hat gesagt, wo die Farbe hin soll. Ja, genau. Mal nach Zahlen. Nee, komm jetzt. Wen interessieren denn meine Helden? Also, der sitzt schon. Hier haben wir einen super Troll. Da hat Michael auch ganz lange dran gesessen. Der sieht auch cool aus. Den finde ich mega. Der ist cool. Dann haben wir hier. So, was haben wir hier noch? So ein. Auch wieder. Ups. Ja, jetzt noch raus. Ja. Ne? Ah, links, ein Mordor-Org. Ja. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier Gimli. Ja, ist das Gimli, ja? Oder wer ist das? Doch. Ja, Gimli spielt, glaube ich, mit, ja, tatsächlich. Nee, du bist wieder hier. Da ist er. Gar nicht so einfach. Ja, auch so. Cool. Mein Liebling ist ja, wo ist er denn? Ich muss mal andere Figuren noch suchen hier. Man kann das ja kaum glauben, in unserer Kampagne spiele ich die Bardin hier, diese Elfin mit der Harfe. Ach so, ach krass. Aber es ist Support-Charakter, finde ich geil. Also hier haben wir nochmal Gandalf, der ist aber aus einer Erweiterung. Nee, habe ich gar nicht tatsächlich. Gandalf, cool. Der ist geil cool, aus. Ja. Ja, mega. Richtig geil. Aber ich habe jetzt gerade meinen Liebling hier gesucht. Also hier haben wir nochmal Bilbo, der ist auch sehr cool, den spiele ich auch gerne. Ja. Ja, der ist aus dem Grundspiel, ne? Da ist der drin, ne? Ja, genau. Mhm. Also eine coole Kombo ist, Bilbo und Legolas zu spielen. Deswegen Legolas ist halt cool, weil der Fernkämpfer ist, ne? Das ist halt sehr, ja, sehr genau. Ich habe mich Legolas gesucht, aber ich finde den gerade gar nicht. Aber zeig doch mal irgendwelche Monster vielleicht. Okay, ich sehe schon, Micha hat die clevererweise in eine Aufbewahrungsbox gepackt. Ja, wir sind nämlich so, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler hier so, kommen so Spinnen. Ja, die sind aber auch Erweiterungen, oder? Ja, genau, die sind alles aus Erweiterung und auch sehr cool sind diese Wölfe hier. Ja, auch sehr cool. Oder Waage. Waage wahrscheinlich, ne? Ja, 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 nicht, Entschuldigung. Ja, genau. Ich muss ja auch sagen, ich bin froh, dass Michael das macht, weil ich bin ja nicht geduldig für sowas. Ne? Also ich mag ja auch kein Puzzeln und sowas. Alles, was so friemelig und klein ist. Deswegen bin ich froh, dass er das alles macht. Lachen, ich habe mir irgendwann mal so ein riesen Malset besorgt, weil ich total motiviert war, mein Zombie-Side und so weiter alles zu bemalen. Und ich habe bis jetzt geschafft, ich glaube, 4 Figuren von Gloomhaven oder so zu bemalen. Schon eine Menge. Habt ihr das Spiel denn komplett durch, das Herr der Ringe? Also wenn ihr sagst... Das Grundspiel schon, die Erweiterung noch nicht. Weil wir sind dann immer so, bei allen Spielen, die wir so gerne mögen, wir wollen uns das immer aufheben. So, wir wollen ja immer nicht so alles durchspielen, weil dann ist es ja durch. Ne? Aber obwohl, ich muss sagen, das Grundspiel haben wir auch schon mehrfach jetzt gespielt, weil die Erweiterung gab es ja auch noch nicht sofort. Das Schöne ist ja, für die, die es jetzt nicht kennen, erstmal kann man ja die Schwierigkeit anpassen bei dem Spiel. Also man kann es ja unterschiedliche Schwierigkeiten spielen. Dann kann man ja auch die Charaktere immer
aussuchen. Und es gibt so Rollen, ne, für die Charaktere. Und die kann man ja auch immer mixen, wie man möchte. Und dann ist das Spielgefühl auch wieder anders. Und jetzt kommt noch das Beste, was ich richtig cool finde, ist, weil Herr der Ringe, wenn man sich Erweiterungen kauft, man kann am Anfang auf der App, kann man aussuchen, was man in der Sammlung hat. Und wenn man jetzt eine Erweiterung anklickt, dann wird, wenn man das dann nochmal spielt, die Grundstory, wird die anders. Weil er jetzt Elemente von der Erweiterung mit reinnimmt. Stark. Und das finde ich wirklich cool gemacht. Ne? Also das habe ich bisher so noch nicht gehabt bei irgendwie im Spiel mit App und so. Ne? Meistens ist das dann immer dasselbe und so, aber der nimmt dann wirklich, dann kommen auch die Gegner mit rein, die eigentlich ja gar nicht im Grundspiel dabei sind und so, auch irgendwelche Planteile, ne? Geländeteile. Oh, super, also das berücksichtigt alles, was du hast quasi am Ende. Ja. Das ist natürlich stark. Mal so als Glaubensfrage, wie macht ihr das, wenn es so einen anpassbaren Schwierigkeitsmode gibt? Was wählt ihr normalerweise so von Anfang an? Also ich bin ja zum Beispiel immer jemand, der wählt quasi immer so das Normalmaß. Ne? Also meistens gibt es ja irgendwie leicht, normal, hart, ja, ultra oder so. Und ich gehe dann in der Regel irgendwie immer aufs Normalmaß. Also ich muss dazu sagen, als wir das erste Mal gespielt haben, das war mit sehr guten Freunden von uns, da haben wir gesagt, ach komm, wir nehmen schwer. Haben sowas von abgekackt. Und seitdem nehmen wir immer normal. Ne? Also bei Herr der Ringe ist es so gemacht, wenn du es zum Beispiel leicht nimmst oder auch normal, dann kannst du mehr erforschen. Du hast mehr Zeit, dir alles Mögliche anzugucken. Weil ich finde, man wird dazu verleitet. Es ist ja so, also kurz mal zum Spiel, die es jetzt nicht kennen. Es gibt verschiedene Phasen im Spiel. Und es gibt dann einmal quasi diese, ich weiß gar nicht, wie heißt die jetzt, Heldenphase ist es, glaube ich. Auf jeden Fall macht man dann Aktionen und dann kann man halt sich bewegen, interagieren und so weiter. Und man kann halt interagieren mit allen möglichen Sachen, mit, was weiß ich, mit Personen, mit irgendwelchen Gegenständen, dann liegt da irgendwas und bla und blub. Und man neigt immer dazu, dass man alles sich angucken möchte. Ne? Aber man hat die Zeit nicht. Man hat die Zeit einfach nicht. Ne? Und gerade wenn man jetzt schwer spielt, hast du erst recht keine Zeit. Also da musst du wirklich zack durch die Story durch, sonst ist vorbei. Da ist uns beim ersten Mal das Spiel voll um die Ohren geflogen, weil wir diese Truppenbewegung einfach völlig irgendwie unterschätzt haben und auf einmal ohne Ende Truppen aufmarschiert sind und du einfach nicht mehr Herr der Lage geworden bist. Ne? Ja. Aber ich finde es geil, dass du eben nicht weißt, wie viel Zeit du hast, so richtig. Ne? Du musst halt so ein bisschen so ein Gespür für die Geschichte entwickeln. Und das finde ich, macht irgendwie so ein bisschen aus. Ja, auch diesen Erkundungsmodus mit den modularen Spielplanteilen, ne, die ja auch durch die App dann vorgegeben werden und so, das ist schon cool. Ne? Also ich gebe ja zu, dass das Spiel grundsätzlich geil ist. Ne? Also, dann ist ja gut, das hätte ich jetzt gesagt, ich mache nie wieder mit euch ein Interview hier. Glück gehabt. Ja, nein, ich finde das auch wirklich, also ich liebe das Spiel. Also wir finden das wirklich toll, weil du kannst wirklich so viele Sachen machen und was ich halt wirklich sehr cool finde ist, es ist ja nicht nur dieses, was man halt, zum Beispiel Star Wars, Imperial Assault, ist ja auch von Fantasy Flight, war ja ein Vorgänger quasi, ne? Und da ist es ja wirklich mehr aufs Kämpfen ausgelegt, ne? Und bei Willen des Wahnsinns zum Beispiel fängt es ja schon an, da muss man auch mal irgendwie was anderes machen, was schieben, Puzzle, bla bla bla. Und sogar hier, wo ich dann auch dachte, naja, vielleicht ist das auch mehr so auf Kämpfen, ne? Aber selbst da musst du ja Rätsel lösen, ne? Also du musst ja manchmal auch wirklich logisch denken und irgendwie nach Ausschlusskriterien irgendwas rausziehen, will jetzt hier nicht spoilern. Ne? Und das ist richtig cool gemacht. Und dann sitzt du da und denkst so, boah, wie geil ist das denn? Ne? Also, das ist schon cool. Also. Auf jeden Fall, also das gefällt mir auch gut. Was mir übrigens gut gefällt bei dem Spiel, jetzt muss ich auch mal meine Erfahrung dazu bringen, ist nämlich, dass du hier ja nicht würfeln musst bei den Kämpfen, sondern so ein Deck hast, wo du dann nur aufdeckst von und dann auf so mächtigen Karten halt Erfolge sind oder nicht. Und du musst halt überlegen, du kannst von deinem Deck irgendwie auch so gewisse Fähigkeiten vorbereiten, aber meistens sind die guten Fähigkeiten, die du vorbereitest, auch die, die Erfolge bringen bei diesem Aufdecken. Das heißt, du musst gut überlegen, ob du die aus dem Deck rausziehen willst. Ah, das ist auch, das finde ich spannend irgendwie. Das ist eine coole Mechanik, die dahinter steht. Ja, ja, und das minimiert auch so ein bisschen diesen Glücksfaktor. Ne? Also bei Willen des Wahnsinns ist das ja wirklich so, das ist ja eigentlich fast genauso aufgebaut quasi, aber da hast du eben dieses Würfeln. Ne? Und hier kannst du eben, das, was du gerade gesagt hast, man hat ja sein Deck. Und dann, es gibt ja, man kann am Anfang dann Kundschaften und dann kannst du ja die ersten Karten angucken und eine nach unten packen, eine nach oben. Und damit kannst du schon ein bisschen Glücksfaktor rausnehmen, weil du weißt ja, also wer das Spiel jetzt nicht kennt, man muss halt zwischendurch, wenn man interagiert oder auch kämpft und so weiter, man muss halt Proben machen. Ne? Jeder Charakter, man sucht sich ja zu Anfang einen aus, der hat eine spezielle Fähigkeit und jeder hat halt dann so Basiswerte, ne? Irgendwie, was weiß ich, ne? Alle möglichen Sachen, ne? Ich weiß nicht, Bewegungswert und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Muss man gerade eben, warte, ich kann es euch sagen. Bevor ich es falsch sage, genau. Körperkraft, Weisheit und Scharfsinn und genau. Sowas, ne? Und je nachdem, welche Probe man macht,
wird ja irgendwas davon gefordert. Und dann, nehmen wir jetzt mal an, man hat einen Scharfsinnswert von 4, dann zieht man halt 4 Karten von seinem Deck. So, und ne, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, entweder ist dann halt Erfolg drauf oder nicht. Ne, manchmal kann man auch, man hat ja so Blätter, die man sammeln kann, ne, kann man das eben dann damit auch modifizieren und aus einem Blatt quasi einen Erfolg machen. Das kennt man ja auch vielleicht vom Willen des Wahnsinns. Ja. Ne? Und das ist halt wirklich cool gemacht, weil du kannst es ein bisschen ja steuern, das Ganze. Es ist halt nicht so zufallsbedingt und glückslastig, ne? Weil du kannst dich ja auch, wie du schon gesagt hast, vorbereiten. Jeder hat auch Fähigkeiten. Dann kannst du vielleicht vorher auch schon irgendwas machen. Ne? Also das ist wirklich gut gemacht. Ne? Und was auch cool ist an dem Spiel, du entwickelst dich ja. Du kriegst ja Erfahrungspunkte, ne? Während der Kampagne. Also man spielt ja eine Kampagne durch und das sind ja dann quasi so Episoden. Und nach jeder Episode, je nachdem, was wir gemacht haben, hat ja die ganze Gruppe, wir spielen ja kooperativ, Erfahrungspunkte bekommen. Und dann kannst du ja quasi, du hast ja dein Deck aus Fertigkeitskarten, dann deine Rollenkarten und eine Schwäche kommt leider auch mit rein. Ne, das ist dann immer doof. Und wenn du, je nachdem, welche Erweiterung du spielst, hast du halt auch mehr Schwächen. Und je nachdem, was passiert, kriegst du noch welche dazu. Ist immer nicht so toll, weil das ist natürlich dann immer ein Misserfolg. Ne? Aber du kannst eben durch diese Erfahrungswerte deinen Charakter ja pimpen. Und dann kriegst du halt coolere und bessere Karten und bessere Gegenstände und was weiß ich nicht alle. Ne? Und das ist halt wirklich gut gemacht. Ne? Also, dass du wirklich dann nachher, also wir waren nachher irgendwann mal, Michael hatte Legolas, ich Bilbo, wir waren so gepimpt, also das war richtig krass. Das war, also da haben wir echt jeden Ork oder irgendwas sofort platt gemacht. Als Bilbo. Das macht dann schon Spaß, ne? Ja, das finde ich auch, das ist eine geile Mechanik. Ne? Das, wenn der mit Stich durch die Gegend rennt, das war Frodo. Ja, richtig, das war Frodo. Ja, Frodo war so ein Bilbo. Aber es ist wirklich schon, ich finde das auch geil, das System ist toll. Ja. Vor allen Dingen, weil was ich ja gut kann, ist schlecht würfeln. Ne? Und darum ist es gut, da muss ich nicht würfeln. Das stimmt. Das ist, kommt mir sehr zu Pass, muss ich mal sagen. Irgendwie. Tatsächlich, ja. Jawohl, du musst ein bisschen gucken, haben wir festgestellt, welchen Charakter du nimmst und welche Rolle vor allen Dingen auch, ne? Also wir haben das ja zum ersten Mal, wie gesagt, zu viert gespielt und eine Freundin von uns, die hatte dann halt Aragorn und der war irgendwie, also überhaupt nicht hilfreich für diese Kampagne, die wir gespielt haben, weil sie die falsche Rolle dem zugeordnet hatte. Ne? Also eine Rolle heißt ja, also sie sucht sich irgendwas aus, jetzt zum Beispiel Jäger, keine Ahnung, ne? Und dann hat er halt bestimmte Karten da mit drin. So, und die waren halt für das, was wir gespielt haben, irgendwie ja total doof. Ne? Also da muss man schon so ein bisschen gucken, okay, was spielen wir jetzt vielleicht, was könnte jetzt vielleicht gefragt werden oder was auch immer, ne? Also da kann man auch wirklich ja ein bisschen ausprobieren und auch gucken, ne? Sollte ja, man auch tun. Bei jedem deckbasierenden Spiel halt eigentlich so, ne, dass du darauf achten musst, wenn du jetzt den falschen Charakter für so eine Kampagne genommen hast, ne, der Deckbau technisch da gar nicht reinpasst, ist natürlich immer irgendwie schwierig. Ne? Aber ich muss sagen, in der Anleitung steht eine Empfehlung für den Anfang. Ja, das stimmt. Für den Anfang, ne? Dass du Aragorn als Hauptmann nimmst und Legolas als Jäger und so, das wird dir empfohlen, zumindest für den Beginn. Ne? Aber wir fanden es echt für das erste Abenteuer, ich weiß nicht, hast du das erste Abenteuer auch schon durch die erste Kampagne? Ja, da sind wir irgendwo drin. Ich weiß nicht, wir sind jetzt in so eine Totenstadt reingerannt irgendwie. Ah, okay. Ohne groß weiter zu erzählen, aber irgendwie haben wir das gerade gemacht. Ja, ich überlege du musst mal gerade, danach. Ich überlege jetzt gerade, wie war denn das mit den Rollen? Da konnte man aber auch nicht alles frei kombinieren, oder? Du hast, glaube ich, immer, echt? Kann jeder jede Rolle einnehmen? Theoretisch, ja, macht schon keinen Sinn. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das irgendwie 2 Rollen pro Charakter waren. Ich glaube, so. Du kannst alles machen. Okay. Ich glaube, was du meinst, ist, dass eben 2 vorgeschlagen werden am Anfang, die man vielleicht nehmen kann. Ja. Das kann sein. Aber ansonsten kannst du eigentlich alles nehmen. Okay. Ne? Aber du musst natürlich auch ein bisschen gucken, ob es zu deinem Charakter vielleicht passt. Ne? Also nicht alles passt, finde ich. Also, ne? Deswegen, du Legolas aber, als Berserker ist schlecht? Haben wir noch nicht ausprobiert, aber... Schon ein bisschen merkwürdig so. Ja, das war... Aber was wolltest du sagen wegen der Kampagne? Nee, die Kampagne ist noch nicht ganz durch. Wie gesagt, wir sind ja in diese Stadt rein irgendwie. Ja, weil ich habe von vielen gehört und wir haben das teilweise auch gedacht. Also die allererste Kampagne finden wir im Gegensatz zu denen, die noch folgen, sehr mau. Also die ist gut, keine Frage, aber alles andere, was kommt, ist besser. Okay. Ne? Also und gerade auch zum Beispiel die, es gibt eine Kampagne zum Runterladen. Die ist die Feuerkrone, also da braucht man gar keine Erweiterung zu kaufen, außer diese Waage, die ich jetzt hatte, ne, die kann man dazu kaufen, so als kleine Mini-Erweiterung, aber man braucht sie nicht zum Spielen, ne, aber ist natürlich dann cooler fürs Feeling, sage ich jetzt mal, ne, aber das ist wirklich cool, also die, ja, wie gesagt, die toppt das nochmal um 50% mindestens. Ja, okay. Ne?
Ja, weil ich habe viele gehört, die wirklich gesagt haben, ja, es ging so von der Story her. Ne? Und die finde ich richtig cool, die Story. Und dann gibt es dann die nächsten Erweiterungen und die sind auch nochmal einen Tacken drauf. Ne? Wie viele Erweiterungen gibt es mittlerweile? Es Weißt gibt du das? zwei große und dann noch zwei kleinere. Ne? Also, wer es genau wissen will, also wir haben ja zufälligerweise mal ein Video darüber rausgehauen. Und das könnt ihr natürlich dann gerne mal anschauen. Also da sagen wir wirklich alles komplett, auch wie das Spiel funktioniert. Michael zeigt die App. Also alles, ne? Ja, Auch die stark. Erweiterung. Wir zeigen Inhalt, alles und also ohne Ja, natürlich zu cool. spoilern, klar. Ne? Aber das könnt ihr gerne mal anschauen. Ich Also. habe nur gesehen, es gibt als Erweiterung auf jeden Fall irgendwo den Totenkönig. Das fand ich geil. Den finde ich sensationell. Hab's Ich nicht glaube, verstanden nochmal. den Totenkönig gab es irgendwo als Erweiterung. Ach Ganz so, am ja. Ende, als Figur zumindest. Das fand ich irgendwie sehr cool. Totenkönig oder den Hexerkönig? Ist das nicht der hier von den. Totenkönig wäre ja quasi der, den Aragorn im Gebirge findet. Ja, Den? den meine Okay. ich auch, Ah, ja. krass. Ich meine, Das den ist gesehen ich zu haben. das halt auch, ne? Darum. Ja. Ja, genau. Das Das ist meinst geil. du? Mhm. Ja, das fand Also bei ich der neuesten cool. Erweiterung finde ich sehr cool, da ist ein Gestaltwandler mit drin. Das heißt, dann kannst du, je nachdem, was du gerade machst, dann diese Karte, jeder kriegt ja so eine Karte, wo dann die ganzen Sachen auch so draufstehen, die ganzen Werte und so weiter. Und dann kannst du die halt während des Spiels umdrehen. Das finde ich halt auch sehr Cool. cool und auch mal wieder was anderes. Ja, Ne? das ist auch geil. Das klingt gut. Ja, die Erweiterung habe ich mich mit beschäftigt. Da muss ich aber sagen, da bin ich leider auch so ein bisschen. Ich stand ja schon vor einer Also, Erweiterung. Genau. Und dann diese stand ich wäre. davor und muss sagen, dann bin ich leider, dann habe ich leider den typischen Asmodee-Moment Hm. gesehen, dass die Erweiterung fast so viel kostet wie das Grundspiel. Ja, das stimmt. Weil man ja Aber sagen die muss. lohnen sich, weil es sind ja auch immer wieder neue Charaktere mit drin, neue Karten und es kommen auch immer neue Spielmechanismen dazu. Also es ist jetzt nicht nur immer noch mehr von dem, was man schon kennt, ne? Also es kommen auch andere Sachen mit rein. Bei der Einweiterung gibt es dann zum Beispiel Flüche oder was auch immer, ne? Also es kommt immer noch was dazu. Das Ja, finde ich halt cool. wirklich cool gemacht. Also zusätzlich zu Geländeteilen, die kommen natürlich auch dazu und Gegner und bla und blub, ne? Weil Also man ja das ist. sagen muss, also zwei große, zwei kleine Erweiterungen ist halt tatsächlich für Fantasy Flight Games Schrägstrich erstmal die noch sehr human, ne? Also wenn ich da an andere Spiele denke, so das eine oder andere Descent oder so, was man da hinterher an Erweiterungen im Regal stehen hatte. Es geht ja auch keine Das coole ist auch Nummer schade, dafür. muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ich habe auch gedacht, dass vielleicht auch mehr so diese, wie bei Willen des Wahnsinns, kennt man das ja auch. Da gibt es ja dann, hier gibt es ja eben nur eine, die man noch runterladen kann, eine Kampagne. Das finde ich sehr schade, weil ich gedacht habe, das ist ja eigentlich sehr einfach umzusetzen, einfach nochmal eine Geschichte rauszuhauen. Ne? Aber bisher gibt es halt leider nur die eine. Ist ein bisschen schade, aber gut. Okay, vielleicht kommt ja noch was. Ne? Manchmal hat man auch Glück, dass so Fanbase-Sachen kommen und Ja, so. gut, das stimmt. Ja. Weil ich hatte, wie gesagt, schon öfter mal jetzt gefragt und eigentlich war eher so der Tenor, dass das mit der letzten Erweiterung erstmal gewesen ist und dass alles jetzt auf Descent aufgebaut wird, ne? Ja gut, jetzt ein neues Zug fährt, ne? Irgendwie, ne? Ja. Ist ja. Aber mir ist das egal. Also ich Ja, meine, vor allem hast du halt zwei App-basierte Spiele, ne? Und, aber die sind schon, glaube ich, anders. Also ich meine, Descent 3 steht bei mir, wie gesagt, noch ein Pile of Shame. Aber ich muss sagen, da der Vergleich finde ich sehr mit Willen des Wahnsinns zu ziehen, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ja, weil das das ist auch. Also einfach Descent viel ist noch ein bisschen ähnlicher ist. anders. Wir haben es einmal gespielt bisher und was ich da auch schon wieder ein bisschen anstrengend fand, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal kurz geredet, da ist die Aufbauzeit schon wieder so lange. Ne, obwohl das ja alles auch mit einer App und so ist, aber trotzdem, bis du das alles ausgeholt hast, dann sind da so kleine Bäumchen. Ich meine, klar sieht das alles schick aus, aber es ist trotzdem wieder für meinen Geschmack zu viel. Ne, bei dem hier kann ich zack, mache ich die App an, klick, 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 loslegen. So. Ja, Ne, das ist das ist stark, bei ne? Descent nicht. Das ist ja auch so ein bisschen der Trend, ne? Für diese Dungeon Crawler, ne? Dass man gar nicht diesen riesen Aufbau machen will, sondern eigentlich man will irgendwas aufmachen, losspielen, Richtig. ne? Wie zum Ja. Beispiel der Pranken des Löwen ist ein super Beispiel dafür für Genau. Gloomhaven, obwohl da Ja. ist man selbst da ist man noch ein bisschen mit Aufbau beschäftigt, ne? Aber Ja, zack, mach richtig. auf, auf geht's, ne? Ja. Ja, ist auch so. Ich finde auch diese Storybücher richtig cool. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja zig Sachen von Herr der Träume, Aftermath und was weiß ich. Also ich find die cool. Auch wie gesagt, Pranke des Löwen. Ich ziehe das auch vor den normalen Gloomhaven. Klar ist das ein bisschen abgespeckter, aber ganz ehrlich, es geht einfach schneller. Und das spiele ich eher mal, als wenn ich wieder einen Gloomhaven aufbaue. Ist einfach so. Und ich würde das auch jederzeit vorziehen vor Descent. Ne? Weil das eben von der Aufbauzeit, klar, ist das andere auch toll, aber da musst du es am besten einen Monat stehen lassen, damit sich der Aufbau gelohnt hat. Aber jetzt jetzt was Ja. anderes gesagt zu dem Lieblingsspiel, wäre es auch komisch gewesen. Ja, das Ja, stimmt. cool. Seid ihr denn mit allen Kampagnen komplett durch? Tatsächlich? Nee. Nee, wie gesagt, wir heben uns das ja noch so ein bisschen auf. Also wir haben
alles immer nur so ein bisschen angespielt, einmal kurz. Das heißt, die erste Erweiterung, da haben wir schon fast durch, sage ich es mal. Und die dritte Erweiterung, also die zweite große Erweiterung, muss ich ja sagen, haben wir einmal kurz angespielt, um zu wissen, wie es ist. Aber wir wollen natürlich erstmal jetzt die zweite, erste Erweiterung machen, durchspielen. So, wer steigt noch durch? Alles der Reihe nach. Alles genau. Liegt wenigstens noch ein bisschen was vor euch, das ist schön. Das ist ja, cool. Deswegen. Ja, und wie gesagt, man kann es ja, das Schöne ist, man hat hier wirklich Wiederspielreiz. Aber trotzdem, wir wollen es noch so ein bisschen, man kennt ja trotzdem dann die Geschichte. Ich meine, so viel anders, ein bisschen anders ist sie dann. Kennst du von Willen des Wahnsinns ja auch, es ist ja auch nie derselbe Mörder oder was auch immer. Ne? Aber man hat es ja dann schon alles gesehen und das wollen wir uns noch so ein bisschen bewahren. Ja. Das finde ich gut. Also ich habe meins ja damals abgegeben, hier, Herr der Ringe, na? Jetzt wo du drüber sprichst. Also ich sag mal, es ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwann, wenn das Ding tatsächlich eingestampft wird, Asmodee dann hingeht und das wieder auf der Messe oder so zu einem relativ günstigen Preis rausschießt. Ich glaube, kann passieren, ja. Es könnte passieren, dass das mal wieder zurück in mein Regal wandert. Ich finde es aber schön, dass dir das jetzt auch gelungen ist, ne? Weil bei meinem Lieblingsspiel ist auch so cool, bei Camel Up hat hier mal der Turtle vorgestellt, muss der jetzt danach direkt mal kaufen. Das war richtig krass, der hat das auch gefreut. Ich finde das immer schön, wenn... Camel Up ist aber auch eine andere Geschichte, als ich das Herr der Ringe mit allen Erweiterungen zu aber wenn dich doch ein Spiel triggert und wenn jemand mit Begeisterung von so einem Spiel erzählt, finde ich das ist doch geil, wenn das eins... Aber der Anschaffungspreis ist dezent ein anderer. Ja, ja, das stimmt. Man muss das Format umnennen, so. Wie überzeugen wir? Ja, genau. Schafft hier, es. Kauft ihr das? Genau. Ja, nein. Sehr cool, also geil. Also ich finde es schön, dass das nochmal so Präsenz kriegt, weil es wirklich ja durchwachsene Kritiken bekommen hat tatsächlich. Aber mir gefällt das halt auch. Ich spiele das auch echt gern. Wobei, hat es denn wirklich so viele durchwachsene Kritiken gekriegt? Ja, schon. Also das Einzige, was mir gewahr ist, ist das, was mir halt auch so ein bisschen aufgestoßen ist, diese App-Anbindung. Ne? Die mag man halt oder mag die nicht. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat das Spiel jetzt keine schlechten Kritiken gekriegt. Also so was ich so höre, kam also ich hab, fast überwiegend sehr gut an. Also ich habe viele gehört, wie gesagt, dass die erste Geschichte fanden viele ein bisschen lahm, sage ich jetzt mal. Also das habe ich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis öfter mal gehört, ne, dass die Leute dann doch noch ein bisschen mehr erwartet haben. Aber wie gesagt, das fängt halt wirklich erst an mit den ganzen anderen Geschichten da. Die sind wirklich, und vor allen Dingen, ich finde, ich überlege gerade, ich glaube, die erste Kampagne war auch gefühlt, wenn man normal ausgewählt hat, nicht so einfach zu schaffen. Also die Feuerkrone, das ist ja das, was man runterladen kann, die war dann von der Geschichte noch einen Tacken besser, aber auch trotzdem einfacher zu stemmen. Ne? Okay. Und die Erweiterungen haben es dann so richtig in sich. Aber dann, wie gesagt, ist man halt schon auch drin. Ne? Das wiederum ist übrigens eine Sache, die fand ich auch schon bei anderen Apps ganz cool. Ne? Also hier Decent und Imperial Assault und so gab es ja bei den alten Versionen auch dann immer irgendwann diese Companion-App. Das ist natürlich eine geile Möglichkeit, Kampagnen als downloadable Content halt zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Ne? Das ist natürlich schon eine ziemlich coole Geschichte. Ne? Du brauchst halt da dann nicht irgendwie groß extra einen neuen Karton kaufen und so, sondern du zahlst deine, keine Ahnung, 5 € oder was für eine downloadable Kampagne und dann hast du nochmal den kompletten Kampagnenmodus als Erlebnis. Ja. Das ist schon ganz cool, ja. Aber ich nehme den Tipp mal direkt mit, weil die andere Kampagne muss ich nochmal runterladen. Ja, die ist wirklich gut. Also ich finde die wirklich toll. Musst du mal berichten dann, wenn du die gespielt hast und wie es bei euch ausgegangen ist. Also da gibt es ja unterschiedliche Enden immer, je nachdem, wie man sich entscheidet. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, was ich auch wirklich sehr cool finde, ist bei diesem Spiel, selbst wenn man jetzt irgendwann mal bei irgendeinem Step verliert oder was auch immer, ne? Also es ist ja irgendwann so, wenn einer von deinen Charakteren tot ist, dann ist ja auch das Spiel zu Ende. Oder die Zeit ist abgelaufen, ne? Das ist ja immer so ein toller Balken. Ne? Ja, wenn es dann vorbei ist, ist vorbei. Aber es geht weiter. Also man muss jetzt nicht alles nochmal spielen. Ne? Das finde ich wirklich gut. Ne? Klar, es ist dann nicht so schön, aber man kann trotzdem weiterspielen. Ja, das finde ich auch ganz gut, dass es einfach mitgenommen wird, das Ergebnis. Ne? Ja, das finde ich auch. Das fand ich auch so. Es ist einfach eine fortlaufende Story. Okay, da haben wir das eben nicht geschafft, aber weiter geht's. So, ne? Genau. Du kriegst ja auch immer eine neue Aufgabe, ein neues Ziel, bis dann quasi das Endziel kommt. Ne? Das geht ja immer Step by Step, ne? Also man hat ja irgendwas, was weiß ich, musste irgendwas rausfinden, entdecken, keine Ahnung, da musst du irgendwen besiegen, bla bla bla. Ne? Und was ich auch gut finde, ist, so leicht sterben die Charaktere ja auch nicht. Also ich finde, es geht. Ne? Also es ist ja wie bei Willen des Wahnsinns, jeder hat ja auch so seine, einmal die 2 Basiswerte, ne? Die, sag mal schnell,
Körperkraft, ja. Lebenspunkte und Faden und was war das andere? Willenskraft oder irgendwie sowas ist das meistens. Nee, warte. Ne? Geistige Gesundheit. Furcht was. Furcht, ja genau. Furcht ist ja. Es hier. Ja. Genau. Also Schaden und Furcht. Und je nachdem, wenn man sein Limit quasi erreicht hat, dann ist man ja quasi, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber dann kann man nochmal das letzte Aufbäumen machen. Und wenn man dann eine Probe schafft quasi, dann ist man ja noch im Spiel. Ne? Ja. Das finde ich eigentlich wieder ganz gut. Ne? Also. Auf jeden Fall. Nichts frustrierender, als wenn du ausscheidest oder so und nicht weiterspielen kannst. Und dann alle anderen spielen noch eine Stunde oder sowas. Ja, das ist ja ganz furchtbar. Ich meine, passiert meist nicht, weil wenn ein Charakter geht, dann ist man meistens... Geht so, meistens auch der Rest. Geht, ja, aber geht sagen, eigentlich ist ja so, wenn einer kaputt ist, dann ist das auch das gewesen, dann war es das. Ja, dann also, hast du, glaube ich, noch eine Zeit oder so. Ne? So war das, glaube ich. Ja. Ne? Und dann musst du es schaffen oder eben nicht. Ne? Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ja, doch, also ich fand es wirklich cool. Also man kann das auch, glaube ich, könnte man eigentlich, glaube ich, sehr gut auch online zusammenspielen. Ne? Nehmen wir, weil das ja wirklich immer eine App ist, ne? Die kannst ja wirklich auch dann streamen und so weiter. Du siehst ja da eigentlich auch quasi alles. Ne? Ja, das stimmt. Weil die App muss ja eigentlich nur einer bedienen. Also wir geben das Tablet immer rum, damit jeder so seinen Zug machen darf. Aber im Endeffekt brauchst du das ja nicht. Ne? Also wenn er gar nicht ist. Deswegen, was mir dann, gut gefällt uns bei dem Herr der Ringe, was ich auch mal sagen, was ich noch sagen muss, ist ja, dass du da zwei verschiedene Arten von Szenarien hast. Du hast immer diese Reiseszenarien, ne? Oder diese Scharmützel-Szenarien oder so. Ja. Ne? Das heißt, du bist ja mal in so einer Kneipe drin oder so, dann baust du halt aus einem anderen Plan so eine Art Kneipe auf oder sowas, wo du in den Hinterraum schleichen kannst oder so. Das finde ich echt nett gemacht, das ist gut. Und du kannst auch auf Tische springen und was weiß ich. Ja, ja, das ist geil. Also das ist wirklich, ich finde, da ist viel drin. So, ich bin da völlig bei dir. Also mich brauchst du gar nicht überzeugen, ich hatte sie eh schon damit, aber ich finde, das Spiel macht echt Laune. Ja. Und der Dan, der hat ja wieder Laune. Genau. Ja, wir können das dann mal zusammen spielen, dann kommt er mal vorbei. Spielen wir mal zu viert. Ja. Aber meistens spielen wir zu zweit. Ne? Ja, gerne doch. Vor allem müssen wir eine Erweiterung spielen, aber die andere Kampagne, die kenne ich ja dann auch schon. Ja. Spielen wir die Downloadable-Kampagne. Ja, genau. Ja, sehr die ist gerne. Wirklich cool. Also das ist bisher meine Lieblingskampagne gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch, also je mehr ich darüber rede, desto am liebsten würde ich mich auch jetzt hinsetzen und Michael gleich eben holen, das spielen wir jetzt. Ja, der Michael ist doch gleich fertig, könnte direkt im Anschluss zocken. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei dem Spiel auch wirklich ganz gut. Du kannst ja quasi das zwischenspeichern. Ne? Also das finde ich zum Beispiel bei Apps zum Beispiel auch gut. Ne? Es ist ja dann wirklich, du kannst sofort weitermachen, das hast du halt, ja, wenn du ein App Spiel ohne App spielst, auch nicht. Ne? Also das finde ich dann wiederum bei Apps besser. Und es gibt auch so einen kleinen Trick. Micha hat das dann immer quasi zwischengespeichert als Datei. Das heißt, selbst wenn du, weil normalerweise geht das nicht, aber das kann man halt über Umwege machen. Damit du nämlich dann, weil irgendwann ist es ja so, dann ist die Kampagne zu Ende und dann kannst du entweder die Kampagne nochmal spielen oder eben nicht, aber nicht bei einem bestimmten Punkt nochmal anfangen. Aber wir haben das eben dann, wie gesagt, zwischengespeichert. Die Datei kannst du halt dann abspeichern. Und dann kannst du auch bei einem bestimmten Punkt nochmal ansetzen, wenn du es gerne möchtest. Beim analogen Spiel kannst du über die Kostspiele-Version auch zwischenspeichern. Du musst ja nur mal eben so ein Gaming-Table können. Dann. Ach, um Gottes Willen. Naja, komm bitte. Also. Ja, nee, aber das wusste ich gar nicht. Aber das ist natürlich eine geile Idee, ne? Zu sagen, ja, komm, hier ist die Hälfte der Kampagne ungefähr rum. Hier laden wir mal eine Datei runter. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie... Jetzt wollen wir nochmal da starten, geht, ne? Wollen nicht die ersten 30 Szenarien schon wieder spielen, weil ich die schon dreimal gespielt habe. Ja, das finde ich eine geile Idee. Ja, ist cool. Ja, doch, oder das stimmt. Und wir machen natürlich auch passend dazu immer Herr der Ringe-Musik dann an. Also jetzt nicht die im Hintergrund läuft, sondern richtig coole Herr der Ringe-Musik. Original-Soundtrack natürlich. Ja, natürlich, deswegen. Ich glaube, das dürfen die wahrscheinlich nicht wegen Copyright oder was, keine Ahnung. Obwohl, die haben ja die Lizenz, ne? Also es ja, ja. Wahrscheinlich vielleicht nicht für die Musik. Ja, also. Die Musik ist wahrscheinlich nochmal eine andere Kiste, ne? Ja, vielleicht, keine Ahnung, ja. Weil die ist einfach cool, also die muss dabei sein, deswegen. Ja, finde ich gut. Ja, das kann man ja selber im Hintergrund laufen lassen. Auf jeden Fall. Naja, deswegen machen wir doch. Wollt ihr noch irgendwas sehen? Soll ich euch noch was zeigen? Ich habe noch ein paar Miniaturen hier vielleicht, keine Ahnung. Wollt ihr noch irgendwas sehen, oder? Also die Zuschauer haben, glaube ich, einen guten Überblick bekommen. Was vielleicht nochmal reinhalten kannst, falls du drankommst, sind diese modularen Spielfeldteile, dass die Zuschauer sich da was drunter vorstellen können, wie das aussieht. Jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet, ne? Und eigentlich, ja genau, das müssen wir jetzt vielleicht noch machen. So als Abschluss, das ist die Wiese, über die ihr lauft. Natürlich ganz unten. Der Dan hat es wieder richtig gut gemeint. Mhm.
erinnert mich an irgendein Video, was wir letztens gedreht haben. Ja, hat meinte, direkt am Anfang des Videos, oh, zeig doch mal den Spielplan. Ich glaube, Hero Quest war es. Der lag ganz unten. Und Hero Quest war ganz unten drunter, der Spielplan. So, hier sind ein paar sowas. Genau. Genau, also auch halt in verschiedenen Formen und so. Genau. Gibt es dann auch dunkle Seiten, ne? Dann, oder was weiß ich. Ne, sowas hier. Ja, ja, genau. Das ist übrigens ganz bitter, wenn du dann überrascht wirst, wie groß auf einmal das Anbauteil ist und du hast irgendwie das Ziel, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Du denkst ja, dir so, fuck, wie mache ich das denn jetzt? Aus. Ja, also als Tipp, wenn man spielt, gerade, ich weiß gar nicht, man kann es ja auch solo spielen, aber ich glaube, bei Solo muss man auch mindestens zwei Charaktere nehmen, weil am besten ist es wirklich, man teilt sich auf. Also niemals irgendwie den gleichen Weg zusammenlaufen. Also am besten einer da. Ne? Aber auch festgestellt. Ja. Ist immer sehr wichtig. Über die Karte nicht zusammen. Das ist wirklich krass. Und so viel Zeit hat man tatsächlich nicht. Ne? Ja. Zeit ist echt, also bei dem, was ich von dem Spiel bis jetzt gezockt habe, ist Zeit echt hart begrenzt. Ja, nee, ist auch so. Also wie gesagt, außer du spielst jetzt mit leicht, ne? Dann hast du wirklich Zeit, da wirklich alles anzugucken. Also ich bin ja auch immer so ein Typ, ich möchte auch immer gern wissen, was wäre gewesen, wenn. Ne? Und das kannst du halt nicht machen, wenn du die normale Variante spielst. Das geht einfach nicht. Da muss man sich entscheiden. Ne? Und bei mir ist das immer so, ich werde immer getriggert, wenn irgendwelche Tiere da sind. Oh, da ist ein Hund. Ich möchte mit dem interagieren. Hat nicht geklappt. Verdammt, ich mache es aber ein viertes Mal noch. Ist mir egal. Ich will mit dem Hund interagieren. Ja, das ist total schlimm. Ich bin auch eher so der neugierige Typ und ich will auch immer alles entdecken. Das kannst du bei so Sachen halt dann einfach immer knicken. Ich frage mich übrigens, da auch nochmal Grüße gehen raus an den Becky von der Nische. Ich frage mich, wie der das bei solchen Spielen immer hinkriegt, weil der spielt ja gefühlt alles auf Ultracore, ne? Und so, ne? Gib mir alles. Da muss er ja eigentlich bei dem Spiel, keine Ahnung, in jeder dritten Runde richtig aufs Fressbrett kriegen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir das zu viert spielen und immer rumdiskutieren, welchen Punkt wir jetzt noch mitnehmen und welchen nicht. Nee, da liegt was, da glänzt es im Gebüsch, da möchte ich noch hin. Nein, das macht keinen Sinn, lass uns direkt dahin gehen. Aber es glänzt im Gebüsch. Aber es könnte auch eine Falle sein, ne? Also, ja, ja. Naja. Ja, also das ist ja glänzend was. Oh, es war eine Bärenfalle. Schade. Hand ab. Aber wir diskutieren das wirklich immer, was wir uns wirklich angucken wollen, was nicht. Damit das eben genau nicht passiert, dass man am Ende sagt, oh, das Abenteuer ist zu Ende. Weil du musst ja diese bösen Marker wegmachen und diese Erkundungsmarker müssen auch weg, weil die dafür sorgen, dass dieser rote Balken da, diese böse Leiste nämlich sich weiter fortbewegt. Du musst halt gucken, dass du vorangehst. Das ist echt krass. Ja. Muss man auch schon viel beachten bei dem Spiel. Also es ist jetzt nicht einfach nur mal so eben mal spielen. Ne? Also man muss schon ein bisschen überlegen. Das ist schon cool gemacht. Aber ich finde auch das Kämpfen richtig cool. Also weil das einfach nicht nur wirklich Haut drauf ist, sondern auch, du kannst ja auch teilweise irgendwelche Fähigkeiten dann quasi einsetzen. Ne? Und dann sind ja die Gegner betäubt oder was auch immer. Und das kannst du auch alles wirklich über die App ja cool anklicken und so. Und du musst nicht selber im Kopf rechnen. Ach ja, was ist das jetzt? Und jetzt machst du denen den Schaden. Okay, wie viel war es noch? Ach nee, mal zwei und ach. Ja, also das finde ich echt schon gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich bin völlig bei dir. Ich finde das auch geil. Ja, schön, cool. Also ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich das Wichtigste von dem Spiel tatsächlich durchdiskutiert, oder? Also die Begeisterung ist auf jeden Fall rübergekommen und die Begeisterung wurde bei mir auch wieder geweckt. Ja, sehr schön, das ist das Gute. Ja, cool. Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde plus Erweiterung. Also eigentlich besser Erweiterung. Habe ich da so ein bisschen rausgehört. Ja, sehr cool. Ja, das Grundspiel ist auch cool, aber wie gesagt, es ist ja auch schön, wenn es im Nachhinein immer noch besser wird. Ne? Das erhofft man sich ja eigentlich auch von Serien. Ne? Das ist ja meistens dann nicht so, aber. Ja, meistens gut. So ist es ja eigentlich auch der gewünschte Effekt, dass die Macher halt irgendwie aus ihren Erfahrungswerten lernen und halt das Gute an dem Spiel weiter vorantreiben und die schlechten Sachen irgendwie ausmerzen. Ne? Ja. Schlecht ist ja auch mein Grundspiel jetzt nichts, ne? Also, aber wie gesagt, wenn man es halt vergleicht, finde ich die anderen halt immer noch einen Tacken besser. Ne? Ja, also, liebe Brettspielfreunde, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, wer es noch nicht getestet hat und nichts gegen Apps hat, sollte man mal einen Weg riskieren, auf jeden Fall. Ja. Und nochmal der Aufruf, wer die Brettspielgarde noch nicht kennt, einmal ab rüber zum Kanal, da gerne mal ein bisschen rumstöbern und auch einen Daumen nach oben bei dem einen oder anderen Video und vor allem auch gerne da ein Abo dalassen. Super sympathisch, die zwei. Machen auch einen coolen Content. Natürlich nicht so gut wie wir. Oh, was ist das denn? Nein, wir freuen uns einfach. Nein, nein, nein.
Es gibt ja wahrscheinlich sowieso keinen, der es hier guckt, der euch nicht kennt. Aber trotzdem immer natürlich. Ach, das ist, weißt du, das war jetzt auch so ein bisschen, wenn der kleine Hund gegen den Wind pinkelt. Ne? Also ihr seid, glaube ich, ungefähr doppelt so groß wie wir. Aber naja. Ja, aber wir zählen ja auch zu den Kleinen noch. Ne? Also von daher. Ja, ich glaube, wir gucken mal. Wir gehen jetzt gerade so auf die 800 zu. Mal schauen, ob wir die jetzt irgendwann mal packen. Ja, drücken euch die Daumen. Vielleicht kommen die drei, die noch fehlen, jetzt dazu. Ja, das wäre recht. 797. Was weiß ich, hätte das jetzt einfach mal so gesagt. Sehr cool. Ja, schön. Nee, hat Spaß gemacht. Also, wie gesagt, über Lieblingsspiele zu sprechen, ist ja eigentlich auch immer schön. Ne? Das will man ja eigentlich. Das mal interessant. Vielleicht müsstet ihr nochmal das Format umdrehen und so, von wegen, welches Spiel mag ich überhaupt nicht. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal so das Pendant. Wir haben tatsächlich schon mal über so eine Flop-Liste oder so nachgedacht. Mhm. Das Ding ist, es ist irgendwie so eine gewisse Aversion dagegen, über negative Sachen unbedingt berichten zu wollen. Ne? Also es ist ja auch immer so, kommen ja auch Fragen auf, so ey, wieso findet ihr eigentlich jedes Spiel, was ihr da in die Kamera haltet, irgendwie gut? Oder warum redet ihr kaum schlecht? Mhm. Ja, weil es natürlich bei uns so ist, wir machen uns ja Gedanken darüber, welches Spiel wollen wir von uns aus in die Kamera halten? Sonst wir gehen ja nicht aktiv hin und sagen, boah, das Spiel war so scheiße, das muss ich jetzt heute unbedingt in die Kamera halten, um das mal richtig zu zerreißen. Sondern es gibt ja so viele gute Spiele, da gehe ich lieber hin und sage, okay, das hat mir richtig Spaß gemacht, dann berichte ich lieber über drei gute als über ein schlechtes Spiel. Ja, finde ich auch. Ist auch so, meistens sucht man sich ja auch die Spiele, die man testet, aus, die einen interessieren. Ja, genau. Ja, also klar, da kann man eine Enttäuschung bei sein, das kann ja durchaus sein, ne? Aber ich denke mir halt immer so, ich rede auch viel lieber über Sachen, die mir Spaß machen, die ich gut finde. Ja, und meistens kann man auch schon gut filtern, finde ich. Ne? Also ich meine, klar, ein paar Spiele müssen ja auch immer mal wieder ausziehen und so weiter, sonst wird es ja auch hier vom Platz her gesprengt und so weiter, das geht ja auch nicht. Ne? Da, aber ich finde, da ist das bei uns so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir gucken schon wirklich genau hin, okay, ist das jetzt ein Spiel, was uns super überzeugt hat? Ne? Würden wir das jetzt sofort nochmal spielen oder in nächster Zeit? Oder sagen wir jetzt, okay, das eine Mal reicht mir jetzt? Ne? Aber selbst das ist ja immer subjektiv und Geschmackssache. Ne? Aber meistens ist es wirklich so, dass wir wenigstens auf jeden Fall schon mal vom Grunde her richtig sind. Also es ist auf jeden Fall, haben wir eigentlich selten Spiele, wo wir von vornherein sagen, interessiert uns gar nicht. Das meinte ich, ne? Weißt du, du suchst ja das, wo du meinst, das ist was für uns. Ne? Und ob es dann der Rest ist, das Zeug, muss man halt sehen. Ne? Ja, ich habe das eher so ein bisschen thematisch. Ne? Es gibt schon mal Sachen, wo ich sage, das interessiert mich vom Thema einfach nicht. So. Hm. Aber ich sage, ich würde es trotzdem mal mitspielen, um es einfach mal kennenzulernen. So, ne? Aber da würde ich es mir halt nicht kaufen oder sowas. Wenn genau, das ist es. Du spielst es mit. Das ist genau, ich würde es mitspielen, aber ich würde halt nicht sagen, was muss ich haben oder so. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Was diese, was diese Flop-Themen angeht, wo ich es halt noch ganz, ganz nett finde und auch ganz brauchbar ist, das Typische, was bei vielen halt am Ende des Jahres immer kommt, meine Top-Spiele des Jahres und meine Enttäuschungen des Jahres. Ne? Ja. Da finde ich es wieder gut, ne? Weil da kannst du einfach mal kurz und knapp umreißen, warum ist das Spiel bei mir halt durchgefallen, ne? Was hat es halt für mich zu einem schlechten Spiel gemacht. Aber ich würde halt trotzdem nicht aktiv gezielt bei einem Titel hingehen und den halt in die Kamera halten und sagen, boah, war der schlecht. Ja. Da ist mir die Zeit einfach zu schade. Ja, für mich auch. Ja, ja, das stimmt. Ist auch verständlich, ja. Lass das doch als Wort zum Sonntag stehen lassen, quasi, oder zum Donnerstag. Genau, also wir denken nur, das heißt nur, vielleicht können wir das ja so als Aufruf an die Community und an die Zuschauer mitgeben, denkt doch mal mehr an das Positive. Ne? Ja. Das Blöde ist ja, auch in den Nachrichten und so weiter, es wird ja leider immer über was Negatives gesprochen. Also ich fände es mal schön, wenn einfach mal in den Nachrichten gesagt würde, heute ist nichts passiert, der Tag war gut. Ne? Ja, das aber das gut. Haben wir leider nicht und deswegen müssen wir uns das selber suchen. Also in dem Sinne, sucht euch das Positive in eurem Leben und in den Brettspielen. Ein schönes Schlussstatement. Ja, finde ich auch. Vielen Dank dafür. So schön haben wir, so mit so einem guten Statement haben wir mein Lieblingsspiel noch nie beendet. Wir waren grundsätzlich rundum positiv gelaunt in den Abend. Genau. Ja, genau. Ihr könnt auch mal in die Kommentare unterschreiben, welches vielleicht eure Lieblingsspiele sind, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ja, ne, oder vielleicht sagt ihr ja auch mal den beiden irgendwie ein Spiel vor, was sie sich vielleicht nochmal angucken
ne, wo ihr die vielleicht auch gerne überzeugen möchtet. Ne? Noch viel besser, die sollen uns einfach schreiben, dass sie sich bei uns gerne mal vorstellen wollen mit dem Lieblingsspiel. Das darf nämlich jeder tun. Oder das. Und wie ihr ja seht, es muss auch nicht immer aus dem Großraum Düsseldorf, Bochum etc. sein, sondern ne, ihr könnt auch gerne, wenn ihr weiter weg wohnt, sagen, ich würde es gerne mal vorstellen, dann machen wir das auf so eine digitale Art wie hier. Ne? Ja, und selbst da wieder, ne, auch wenn die letzten Zeiten ja nicht ganz so toll waren, ne, die ganzen Umstände und so weiter, aber durch sowas ist sowas hier zustande gekommen, weil vorher hätte ich, glaube ich, nie drüber nachgedacht, dass ich über Zoom ein Interview mache oder irgendwas in der Richtung. Kaum jemand, ja. Das stimmt. Ne? Auch hier wieder. Normal geworden einfach. Ne? Ja, genau. Ne, also von daher, ja. Das denke ich auch. Also, machen wir nochmal, wenn ihr Bock habt, euer Lieblingsspiel bei uns vorzustellen, wie die Pamela es gerade gemacht hat oder wie der ein oder andere auch schon vorher, dann bitte schreibt uns. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Gleiches gilt natürlich, müssen wir noch mal kurz sagen, wenn ihr sagt, boah, die Pam, die hat so Ahnung vom Brettspielen, da müssen wir sofort auf den Kanal auch mal raufgucken. Dann natürlich auch da Daumen hoch lassen, Videos gucken und abonnieren. Ein Dabo, genau. Ein Dabo, richtig. Ja. Ja, bei uns heißt das Dabo, Daumen und Abo. Ja, das habe ich irgendwann auch schon mal übernommen. Ja, finde ich cool. Ja. Guter Begriff. Ja. Könnt ihr auch gerne übernehmen. Ich finde das eigentlich, war ich ein Versprecher von mir mal. Und dann fand ich das so cool und habe es gelassen. Ja, das war auch ganz witzig. Das ist wirklich gut. Ja, ja, schön. Also Dabo für uns alle. Ne? Und vielleicht machen wir es für euch, liebe Begriff. Zuschauer. Danke fürs Gucken. Ne? Genau. Und empfehle die beiden Jungs hier weiter. Die machen das wirklich super und es macht wirklich Spaß, hier mitzumachen. Mega. Danke fürs Lob. Ja, danke für Ihr Lob. Danke, dass du so spontan eingesprungen bist. Sage ich nochmal gerne als Abschluss. Und, ja, gerne. Dann schönen Gruß an deinen Micha. Genau, schönen Gruß. Lass dich nicht mehr zu lange arbeiten. Und dann würde ich sagen, dann treffen wir uns das nächste Mal zum Herr der Ringe. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Alles klar. Dann. Dann. Rein. Ja, ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.